So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel. KFC Uerdingen gegen Halleschen FC, 1:0 Endstand, Torschütze Evina in der 66. Minute. Zu meiner Linken sitzt Gästetrainer Thorsten Ziegner, zu meiner Rechten Heiko Vogel, unser Coach, und wie immer geht das erste Statement an den Gast. Bitte schön. Vielen Dank. Anstandshalber, Heiko, herzlichen Glückwunsch zum Erfolg, ja, zum Sieg. Mir liegt gar nicht so viel daran, jetzt eine Wertung abzugeben, ob dieser Sieg für Uerdingen verdient ist oder eben nicht, sondern mir geht es eher darum, mal so ein paar Worte über meine Mannschaft zu sagen. Ja, und ich fand, dass wir über die gesamten 90 Minuten den Plan, den wir heute hatten, hervorragend umgesetzt haben. Im Spiel gegen den Ball gar nichts, hätte ich beinahe gesagt, zugelassen. Genau eine Torschance zugelassen, die dann der KFC nutzt. In dem Spiel mit Ball extrem gute Passagen gehabt, viele Situationen am gegnerischen 16er kreiert, gefühlt 40 Eingaben im gegnerischen 16er, wo wir dann immer den Fuß, den Schritt zu spät waren, beziehungsweise nicht perfekt eingelaufen sind. Heißt also, bis genau dorthin, wo es drauf ankommt, ob man Spiele gewinnt oder eben nicht, haben wir extrem viel richtig gemacht. Und das war ein tolles Spiel von meiner Mannschaft. Wir waren auch während der Vorbereitung jetzt nicht 100% sicher, wie es dann in der Meisterschaft funktionieren wird, was wir eben vorhaben, gerade in dem Spiel heute gegen KFC Uerdingen. Das hat grundsätzlich gut funktioniert und trotzdem müssen wir festhalten, dass wir uns in unserem Job bei einem Ergebnissport aufhalten. Und das Ergebnis haben wir heute nicht geliefert und deswegen sind wir natürlich total unzufrieden. Vielen Dank. Dankeschön. Heiko, dein Statement bitte. Ja, ich beginne mit dem großen Kompliment, nicht an meine Mannschaft unbedingt, aber an Halle. Ja, und Thorsten hat seine Mannschaft gut eingestellt, so wie er es gesagt hat. Wir haben große Probleme gehabt. Insofern geht da noch viel mehr in Ballbesitz. Aber wir haben das eine Tor gemacht und das ist auch eine Frage der Qualität. Und wir haben es in einer Situation auf den Punkt gebracht und das war gut gemacht von Frankie. Und auch ich kann Spieler loben, weil ich muss sagen, unter meiner Ägide haben wir noch nie zu Null gespielt. Das ist heute das erste Mal. Und das ist natürlich auch ein ganz großes Kompliment an meine zentral agierenden Spieler. Ja, ich glaube, Luki Königshofer im Tor war ein Garant für den Sieg heute. Aber vielmehr auch noch Max und Luki in der Innenverteidigung davor, Jan, die vielen zahlreichen Hereingaben fast. Ja, waren sie immer zur Stelle oder waren sie auf jeden Fall so gut positioniert, dass es eben nicht geklappt hat mit dem Tor für Halle. Ja, insofern gibt es da auch ein großes Kompliment. Für uns war es wichtig, eine Standortbestimmung, erstes Pflichtspiel, hohe Erwartungen allseits, ja, aber keiner weiß recht, wo man steht. Und deswegen sind die drei Punkte sehr, sehr, sehr wichtig. Wir sind mit dem Sieg gestartet und das nehmen wir mit in die nächsten Partien. Danke, Heiko. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Der Timon hat da ein Mikro, würde kurz rumkommen. Einmal hier vorne oder da hinten? Ja, kurze Frage an Herrn Vogel. Neue Spielstätte, vielleicht nochmal zwei, drei Sätze dazu. Wie ist da die Umstellung im Vergleich zu Duisburg? Und da habe ich heute auch ein bisschen Chaos. Man kann natürlich nicht alles glatt laufen am Anfang. Einige Fans sind nachher, glaube ich, ohne Eintritt ins Stadion gekommen. Wie beurteilen Sie generell hier das neue Stadion, den neuen Spielort? Ja, dass die Arena sieht, ist natürlich eine tolle Anlage, ja, ist absolut Bundesliga würdig und reif, wunderbar. Man hat gemerkt, der Rasen ist erst am Freitag um 17 Uhr verlegt worden, war also noch nicht so angewachsen, wie das normal ist. Ich glaube, da geht noch was. Aber mit dem Stadion, mit allem drum und dran, bin ich sehr, sehr zufrieden. War ja auch für uns heute quasi der erste Probedurchgang. Wir haben das heute auch alles erstmal durchleben müssen und umso glücklicher sind wir, dass wir das Ganze mit einem Sieg garnieren konnten. Herr Vogel, Ihr Offensivspiel hatte heute noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Was muss sich da noch verbessern, dass das in Zukunft anders aussieht? Ja, von mir aus kann sich da noch vieles ändern und verbessern. Ich glaube, dass es normal ist, dass Automatismen eben noch keine Automatismen sind, dass man dann noch anfällig ist, ja, noch nicht so eingeschliffen ist
Und wenn das dann ein Gegner gut macht, und das hat Halle einfach gut gemacht heute gegen den Ball, dann wird es schwierig. Dann verliert man das Selbstvertrauen, das Vertrauen in die Aktion, und dann wird man vorsichtiger, dann wird man ängstlicher, und das sieht man dann auch. Ja. Ich glaube, dass wir einfach konsequent an dem weiterarbeiten müssen, was wir in der Vorbereitung begonnen haben, und das Ganze geht leichter, wenn man Siege einfährt. Gibt es weitere Fragen? Eine Frage an Herrn Ziegner. Herr Ziegner, man merkt es hier in regelrecht an, ist ja auch völlig nachvollziehbar, geht uns als HFC-Crew genauso. Sie sind enttäuscht, ein bisschen traurig, enttäuscht. Zu Recht, was nehmen Sie heute aus dem Spiel trotzdem Positives für die nächsten Partien mit? Zum einen, also, dass ich traurig und enttäuscht bin, ist, glaube ich, selbstredend. Ja, Sie haben es gerade richtig gesagt, ich glaube, es geht allen, die dem HFC Daumen drücken, geht es heute so nach so einem Spiel als Verlierer die Heimreise anzutreten, ist extrem bitter, aber so ist Sport. Ja, wenn wir ins Spiel gehen, startet es zwar bei 0-0, aber wir kalkulieren dann schon auch ein, dass wir verlieren können oder dass die Möglichkeit besteht, ein Spiel zu verlieren. Was ich mitnehme im positiven Sinne ist, dass die Mannschaft funktioniert, ja, dass sie Dinge, die wir planen, umsetzen können, dass sie auf einem guten Weg sind, eben wieder die Leistungen zu bringen, die notwendig sind, um Siege zu erzielen. Und vielleicht sollte man so ein Ergebnis dann auch mal in meiner Person festmachen aufgrund dessen. Ich habe das von Ihren Kollegen die letzten Tage erfahren. Ich habe wohl eine Katastrophen-Drittliga-Saisoneröffnungsbilanz. Die hat sich dann heute nicht deutlich verbessert. Aber letztes Jahr sind wir auch gestartet mit einer Niederlage und es war am Ende eine tolle Saison. Vielleicht ist das auch was Positives, was wir mitnehmen können als so kleiner Muntermacher oder Aufrichter für die Heimfahrt und für die kommenden Wochen. Dankeschön. Weitere Fragen? Wenn es keine gibt, möchte ich nur noch kurz was zu unseren Einlassproblemen loswerden. Wir hatten tatsächlich vor dem Spiel einige technische und organisatorische Probleme, die auch gerade aufgearbeitet werden, wo wir auch noch was zu veröffentlichen werden. Wir haben tatsächlich kurz vor Spielbeginn einige hundert Leute kostenlos reingelassen, um die Situation zu entschärfen. Aber daran arbeiten wir noch und dazu werden wir auch was rausgeben. So, ansonsten habe ich noch, dass Chemnitz heute gegen Mannheim 1-1 gespielt hat. Wir am Freitag um 19 Uhr bei Bayern München 2 spielen. Unser nächstes Heimspiel am Dienstag, 30.07. gegen Unterhaching, auch um 19 Uhr und da hoffentlich ohne Einlassprobleme. Und dann sage ich vielen Dank und bis bald.